Willkommen zurück zu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm. Ich hoffe, man hört nicht meine Nachbarn draußen reden. Die unterhalten sich nämlich mal wieder lautstark im Flur. Ja, vielleicht ist es jetzt schon der letzte Part. Wir hauen jetzt erstmal hier raus. Wir reden mit Kankoro und... vorletzte Mission, das macht mich ja schon traurig. Ich bin wieder da, Kankoro. Ja. Ich habe schon auf dich gewartet. Wie du vielleicht schon von dem Boten erfahren hast, zeigt sich eine Entwicklung bei unseren Genio-Zugutachten. Ich habe einen äußerst interessanten Bericht zurechtgelegt und ich bin mir sicher, du wirst überrascht sein. Neuer Auftrag. Oh. Stimme des Genjutsu. Am Genjutsu-Gutachten wird schon eine ganze Weile gearbeitet, aber jetzt scheint es große Fortschritte zu geben. Hör dir an, was Kankoro zu berichten weiß. Ja, machen wir. Hau mal raus. Ja, lass mich deinen Bericht hören. Bis zu diesem Zeitpunkt hat es schon zahllose Gutachten und Berichte im Rahmen der Genjutsu-Untersuchung gegeben. Aber was aus allen hervorgeht, ist, dass es eine besonders gefährliche Art von Genjutsu gibt. Es ist allerdings nicht das Genjutsu selbst, von dem die Gefahr ausgeht, sondern es ist die Art, wie es aktiviert wird. Was meinst du damit? Gaara, was wäre, wenn jemand ein Jutsu aktiviert, während wir uns hier so unterhalten? Während wir uns unterhalten? Oh. Ja, dieses Genjutsu wird nicht durch die Augen oder Gesten oder Finger aktiviert. Es wird einfach durch Unterhaltungen wie diese aktiviert. Ein Unterhaltung aktiviertes Genjutsu? Du meinst, die Stimme einer Person bringt Menschen dazu, einem Genjutsu anheimzufallen? Ja gut, das kennen wir ja auch schon mit den Flötentönen, ne? Dass ein Genjutsu hervorgerufen wird von Taiyuyas Flöte. Ganz genau. Oh. Ist sowas tatsächlich möglich? Unsere Untersuchungseinheit lässt wissen, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass diese Art von Methode zur Aktivierung von Genjutsu existiert. Bisher ist es immer noch nur eine Möglichkeit. Aber weil ich in dieser Angelegenheit immer noch Bedenken hege, glaube ich nicht, dass man die Sache einfach ignorieren sollte. Stimmst du mir dazu? So, Dana. Ja, das tue ich. Ehrlich, zum jetzigen Zeitpunkt haben wir nichts an der Hand, womit wir uns umfassend gegen Stimmgenjutsu schützen können. Schließlich können wir nicht rund um die Uhr mit Ohrenstöpseln rumlaufen. Also habe ich die Zielvorgabe der Untersuchung geändert. Das Ninja-Team, das Team soll jetzt einen Weg finden, Genjutsu im Notfall außer Kraft zu setzen. Auf diese Weise hätten wir auch für den Fall, dass Genjutsu aktiviert würden, einen Weg, also unmittelbar umzukehren. Und wir müssten uns keine Sorgen machen, stimmt's? Ich glaube, das ist im Augenblick das allerbeste Vorgehen. Ich dachte mir schon, dass du so denkst. Deshalb habe ich bereits entsprechende Gegenmaßnahmen vorbereiten lassen. Die Untersuchungseinheit hat mehrere verschiedene Gegenmaßnahmen vorgeschlagen, aber es war eine dabei, die wir unmittelbar umsetzen können. Wir werden ein Parfüm entwickeln, das Genjutsu unwirksam machen kann. Ein Parfüm? Verstehe. Also hast du vor, den menschlichen Geruchssinn zu nutzen, um die Menschen aus dem Genjutsu aufwachen zu lassen. Aber dafür brauchst du die richtigen Zutaten, wenn du eine solche einzigartige Wirkung erzeugen willst. Oh. Genau, deshalb habe ich bereits Leute losgeschickt, damit diese Zutaten gesammelt werden. No. Allerdings sind wir knapp mit Personal, deshalb möchte ich dich hier um Hilfe bitten. Makasero. Klar, was soll ich denn besorgen? Es geht um zwei Pflanzen, die Wüstenorchidee und das Lodergeras. Beide sind schwer aufzutreiben. Aber wenn du in der Ninja-Welt herumreist, bin ich sicher, dass du die Pflanzen irgendwo finden wirst. Naja, das sind ziemlich vage Informationen. Jare. Ich sagte ja schon, diese Pflanzen sind schwer aufzutreiben. Bis jetzt konnte ich nicht mal herausbekommen, wo sie normalerweise zu finden sind. Wie auch immer, Wüstenorchidee und Lodergras. Wenn du sowas finden kannst, schnapp dir von jeder Sorte ein Exemplar. Das ist völlig aussichtslos, wenn ich alleine suche. Ich sollte mal im Itemladen nachfragen. Ja,
Ja, das ist eine gute Idee. Dann wird vielleicht doch nicht der letzte Part sein, wenn ich jetzt hier erst noch mich auf die Suche nach Gräsern machen muss. Ich dachte, wir hauen jetzt noch einen Kampf raus, ein Sparring und dann ist fertig. Aber so können wir vielleicht nächsten Part doch noch die Naruto-Quest machen. So, dann zeig doch mal her. Oh ja, oh ja. Oh, willkommen, Lord Kasukage. Ich hätte da mal eine Frage. Hast du schon mal von Wüstenorchidee oder Lodergras gehört? Wüstenorchidee und Lodergras? Ja, ja, die Pflanzen sind mir nicht ganz unbekannt. Ich hörte, beide seien schwer aufzutreiben. Weißt du einen Weg, wie ich welche bekommen könnte? Naja, beide mögen ja schwer aufzutreiben sein. Aber es gibt durchaus einen Weg, sie zu finden. Die Wüstenorchidee wächst zum Beispiel, wie der Name schon andeutet, in den Wüstenregionen des Windreichs. Sie ist jedoch äußerst selten. Die meisten Exemplare werden von einem ganz bestimmten Händler gesammelt und zu hohen Preisen verkauft. Oh. Also könnte ich die Pflanze bekommen, wenn ich mit einem dieser Händler spreche? So ist es. Gerüchten zufolge soll dieser Händler unterwegs nach Kumogakure sein. An der Stelle würde ich mich dorthin wenden. Und das Lodergras? Dieses Gras wächst nur im Norden. Wenn du auch nur einen Halm davon kostest, fühlt es sich an, als würde dein Körper verbrennen. Aber sehr selten ist es eigentlich nicht. Hauptsächlich bieten es die Kaufleute in Konoha an. Allerdings gibt es wohl zwei Ninjas, die immer gleich alles davon aufkaufen. Offenbar nehmen sie es als Stimulanz in den Trainingspausen. Oh. Hm? Ja, ja, heiß. Ich kann mir schon denken, dass das Guy und Lee sind. Das habe ich mir gleich gedacht. Da musste die noch nicht mal Trainingspausen sagen. Oder krass, allein bei dem Gedanken wird mir schon ganz heiß. Aber ich kenne einen Ninja, auf den die Beschreibung sehr gut passt. Die Ninjas, die immer gleich alle Vorräte aufkaufen, müssen Maito Guy und Rock Lee sein. Ja, das... Leute, vorhersehbar. Tja, mehr kann ich dir dazu nicht sagen. Hier habe ich alles schriftlich zusammengefasst, was ich gerade erzählt habe. Die Alte denkt mit. Itemshop mal sieht's. Vielen Dank, das wird mir eine große Hilfe sein. Der Kasukage bedankt sich bei mir, da werde ich ja ganz rot im Gesicht. Das ist echt ein großer Vorteil. Oh, bevor du gehst, hier noch ein guter Rat. Die Wüstenorchidee ist äußerst selten, deshalb wird sie zu Mondpreisen verkauft. Ich könnte mir vorstellen, dass sie immer teurer wird, je mehr Zeit verstreicht. Wie ich soeben schon sagte, zwei Ninjas müssen das Lodergras für ihr Training. Wenn du von denen was bekommen willst, werden sie dich möglicherweise auffordern, erst ein Sparring mit ihnen zu bestreiten. Das möglicherweise kannst du getrost vergessen. Ich bin mir absolut sicher, dass sie das tun werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie möglicherweise immer stärker werden, je mehr Zeit verstreicht. Schließlich benutzen sie das Lodergras als Aufputschmittel. Also muss ich jetzt eine Entscheidung treffen, welche Pflanze ich zuerst suche? Ja, ich könnte mir vorstellen, dass diejenige, die du zuletzt suchst, entweder teurer oder schwerer zu bekommen ist. Ja, es ist nur so eine Ahnung, aber so könnte es letztendlich sein. Sie hat recht. Vielen Dank für den Hinweis, ich werde ihn bemerken. Das heißt, wenn ich jetzt erst zu Naruto nehme, kann ich mir das eine nicht mehr leisten und das andere. So, Wüstenorchidee und Lodergras, was zuerst besorgen? Die Wüstenorchidee kann bei einem Kaufmann in Kumogakure erworben werden. Das Lodergras dagegen ist bei Gai in Konoha erhältlich. Du musst einfach nur gut überlegen, was du zuerst besorgen willst. Was du später besorgst, wird entweder teurer oder der Kampf wird schwieriger. Solltest du knapp an Bargeld sein, hol dir zuerst die Wüstenorchidee. Fällt dir das Kämpfen schwer, besorge zuerst das Lodergras. Ganz ehrlich, ich würde gerne beides haben. So werde ich mal ein bisschen was von meinem Geld los. Und es ist jetzt auch nicht sonderlich schlimm, wenn ich da einen harten Kampf mache. Aber ihr wollt einen harten Kampf sehen. Deswegen werde ich mir jetzt erstmal die Orchidee kaufen. Und dann machen wir den harten Kampf. Dann gibt es nochmal einen harten Kampf. Komm. Und dann holen wir uns Naruto. Ja, ja, und in Konoha ist auch noch die Mission mit Naruto. Ich habe es jetzt
elegant umschlichen. Auch wenn ihr es wahrscheinlich auf der Map gesehen habt, dass Naruto auch auf dem Dach stand. Willkommen, willkommen. Heutiges Top-Angebot. Die seltene Wüstenorchidee. Die kostet heute nur 10.000 Rio. Möchtest du vielleicht ein Exemplar, Lord Kasekage? Zu dem Preis wirst du sie kaum irgendwo anders finden. Also ganz im Ernst, 10.000 Rio? Jetzt nur das Lola-Gras. Ich muss Maitogai in Rock Lee in Konoha aufsuchen. Ganz ehrlich, da hätte ich auch zuerst den Kampf machen können. 10.000. Das ist ja nichts. Ich hätte die für 100.000 gekauft. Ich habe gedacht, die kostet jetzt gleich 500.000 oder so. Die hat wahrscheinlich nicht mal 50.000 gekostet. So, du schenkst mir doch wieder was, ne? Ja, danke. Hey, Lodergras brennt wirklich. Mein Körper fühlt sich ganz heiß an. Es sieht so aus, als wärst du mal wieder schwer bei der Arbeit. Oh, Gara, was machst du denn hier? Trennung. Ich hätte gern ein bisschen von dem Lodergras, das du da verwendest. Lodergras? Eigentlich ist mir das egal, aber es einfach so herzugeben wäre eine echte Verschwendung, deshalb... Du willst, dass ich ein Sparring bestreite, stimmt's? Ich weiß doch genau, was du denkst. Voll ins Schwarze, Wahnsinn. Los. Am besten legen wir gleich mal los. Ich kann nicht mehr still herumsitzen. Lee hat das Training absolviert und noch mehr Kraft hinzugewonnen. Und wenn du auch nur einen winzigen Moment unachtsam bist, Lord Kasekage, kannst du im Handumdrehen verlieren. Darauf würde ich wetten. Er verbreitet einen viel intensiveren Eindruck als sonst. Attacke! Ja, er hat keine Chance gegen uns. Wir sind nicht umsonst, Kasekage. Bereit. Oh, 100 Punkte. Ja, da hätte ich mich vielleicht auch... Ja, ich hätte mich pushen sollen. Dafür habe ich das Zeug ja gekauft und jetzt nutze ich es gar nicht. Aber ich brauche es auch nicht wirklich. Jetzt bewirft er... Der hat ja seinen Körper geboostet und bewirft mich dann mit Ninja-Werkzeug. Nee, hör auf mit dem Dreck. Nach den Shunin-Prüfungen sollst du eigentlich wissen, wer hier der Boss ist. Okay, der ist eindeutig schneller, als ich gedacht habe. Da ich jetzt nicht mehr ausweichen kann, ist das ein bisschen doof. Aber ich habe ja seinen Panzer gebrochen. Aber ein schwacher Gegner ist Lee schon mal nicht. Er mag auf Droge sein, aber er ist ein guter Gegner. So. Ja. So einfach zu treffen ist er wohl nicht. Oh Gott. Hachimon, er hat gleich das fünfte Tor jetzt aufgemacht. Frechheit. Okay, der ist echt ganz schön schnell geworden. Siehst ja, wenn ich einen Fehler mache, ne? Gleich mein Ende. Okay, meine Technik geht nicht so weit, wie ich das gern gehabt hätte. Verdammt, verdammt, verdammt. Hab ihn! Nein, sein Jutsu hat bloß aufgehört. Er ist aber immer noch um 100% geboostet, ne? Das ist nicht schön. So. War eine knappe Runde, aber wir haben gewonnen. Ist ja im Prinzip wie die Shonen-Prüfung gelaufen. Gaara kriegt zwar zwischenzeitlich ziemlich auf die Schnauze, gewinnt aber am Ende doch noch, weil er Lee mit seinem Sand einfängt.
Ich habe verloren. Aber das war ein sehr gutes Sparring. Ich spüre geradezu, wie es mich stärker gemacht hat. Nice. Ach, guter Kampf. Hier hast du das Lodergras, wie versprochen. Aber Sensei Gai, wie soll ich denn jetzt ohne Lodergras trainieren? Leg du Dummkopf. Deine Seele brennt heißer als alles Lodergras, was dich befeuert. Die wird dich befeuern. Genau, Sensei Gai. Das war schwieriger. Das war schwierig, aber es ist mir gelungen, ein bisschen Lodergras zu bekommen. Jetzt muss ich das noch zu Kankoro bringen. Ja, wahrscheinlich, wenn wir das andere gemacht hätten, wäre das hier bei 50 gewesen oder so. Also 50% Steigerung. Aber war jetzt ja auch nicht so schlimm. Hier gibt es für mich nichts mehr zu tun. Also gehen wir jetzt zurück nach Suna und geben den Rest ab. Und dann ist nächste Runde Finale. Nächste Runde, nächsten Part. Aber Leute, das Zeug geben wir auch erst nächsten Part ab. Ihr lasst mir jetzt einen Kommentar da, einen Daumen nach oben und ich sage Tschüss und bis dann. Euer Wolf.